Heute ein neues Video. Hier möchte ich euch eine Webcam zeigen. Die habe ich gerade vorhin im Actionmarkt gekauft. Und zwar hier seht ihr den Bon. Das ist eine Trust Webcam. Die hat eine Auflösung von 480p, also wirklich nicht viel. Aber für einen 3D-Druck zum Überprüfen sollte die völlig ausreichen. Vor allen Dingen bei dem Preis von 2,49 Euro. Und die wollte ich gerade mal auspacken und dann im Anschluss, beziehungsweise noch in diesem Video, werde ich die gleich dann an meinen Octoprint anschließen und schauen, ob die denn mit Octoprint zum Laufen zu bekommen ist. Aber fangen wir erstmal an, die auszupacken, wie die aussieht und was davon zu erwarten ist gegebenenfalls. Okay, nach dieser Bohrattacke, jetzt scheint es mal wieder für einen Moment ruhig zu sein. Packen wir das Teil mal aus. Ganz normale Verpackung. Auch hier außen wenigstens keine Blisterung. Hoffen wir, dass es jetzt nicht innen noch ein Blister wird. Also hier ist nur lediglich ein ganz normal Kunststoffstreifen, Klebestreifen. Den macht man entweder mit Messer oder eben mit scharfen Fingernägeln auf. So, dann kriegen wir das Ding auf. Ja, Kunststoff scheint sie irgendwie nicht vermeiden zu können. Wird auch bei so einer Pappkiste wirklich nicht notwendig, da so ein Kunststoffteil reinzumachen. So sieht das Ganze aus. Da ist eine Anleitung bei. Das wahrscheinlich nur die Gefahrenhinweise. Hier haben wir die Anleitung dazu, Quick Installation Guide, gucken wir mal in welchen Sprachen, weil das ist auch ein Actionmarkt, der ist sehr holländisch lastig, sage ich mal ganz einfach, es kann sein, dass da nicht alle Sprachen drauf sind, muss man abwarten. Also, was auffällt ist, die Kamera ist sehr, sehr leicht, da ist also viel Kunststoff, wenig, ich sag mal, Inhalt. Müssen wir gleich schauen, wie das bildlich wirkt. Hier kann man den Fokus mit einstellen mit diesem Ring. Das hier ist so eine Standard-Klemmvorrichtung, um das an einen Bildschirm, also einen Laptop oder eben an einen großen Monitor anzubringen. Das wird dann hier so eingehängt und dann damit dagegen den Monitor gedrückt. Hier ist so Gummi, dass das hält. Hier ist kein Gummi. Ob das hält, muss man schauen. Am 3D-Drucker wird man sich was drucken, um die anzubringen. Man wird keine Befestigung finden, die hierfür passen wird. Also irgendwas drucken, wo man das klemmen kann und das dann vernünftig ausrichten. So, die Kamera hat hier ein Kabel, USB und hat auch noch einen Mikrofonausgang, weil da ist ein Mikrofon drin. Das werden wir am 3D-Drucker eher nicht verwenden wollen. Also das bleibt, denke ich mal, unangeschlossen. Ich wüsste nicht, wo ich damit beim Raspberry hingehen sollte. So, dann haben wir hier, das ist so eine Schwenkfunktion. Man kann es drehen. Die Schwenkung bleibt aber in diese Richtung, also nicht sonderlich frei. Als Webcam auf dem Desktop auch völlig in Ordnung. Mit dem 3D-Drucker wäre es schon gut, wenn man hier dann auch... Ach, das geht aber auch ein bisschen. Ach, schau an. Also das ist gar nicht schlecht. Dann schauen wir gerade noch die Anleitung dazu an. Also das hier ist so eine Anleitung mehrsprachig. Da ist hier auch Deutsch. Da steht nur drin, was das Gerät ist und Gefahrenhinweise und so, was man so kennt. Und hier, da haben wir die Anleitung. Die ist nur in einer Sprache, und zwar in Englisch. Und hier wird angezeigt, wie verbindet man die. Also hier beim Laptop ist es gezeigt mit Klinkenstecker fürs Mikrofon und USB. Dann, was kann man mit der Kamera machen für die Einstellung? Das ist hier Fokus. Da ist gezeigt, was das ändert. Nicht schlecht für Leute, die das nicht so kennen. So, hier, wie wird die angebracht an den Bildschirm? Dann Treiberinstallation für Windows 10, Windows 8. Windows 7 Vista und natürlich kein Linux und auch vor allen Dingen kein Octoprint. Und dann kann man hier noch Frequently Asked Questions aufrufen im Internet, um dann da vielleicht was zu finden, was hier nicht gezeigt wird. Also für 2,49 Euro denke ich mal völlig ausreichender Lieferumfang und
Ich werde jetzt die Kamera an mein Octoprint anschließen und dann werden wir sehen, ob die denn auch funktionieren tut. Okay, gut, dann bis gleich. Jo, und da sind wir schon. Kurz einmal zur Info nochmal. Wenn euch solche Videos wie das hier gefallen, so lasst auch gern ein Abonnement da. Ein Klick auf die Glocke, ihr werdet über neue Videos informiert. Und ein Daumen nach oben ist halt gut für den Algorithmus. Und damit machen wir weiter hier mit Octoprint und dieser kleinen günstigen Webcam aus dem Actionmarkt. So, wie ihr seht, die Kamera funktioniert. Ich kann jetzt den Drucker hier, ihr seht hier das Bild der Webcam, das ist jetzt hier noch eingestellt. Ich habe keine Änderung an meiner Software vorgenommen. Das heißt, die Einstellungen im Octoprint sind an sich noch für die hochauflösende Kamera und ich habe die einfach angeschlossen und die läuft. Jetzt kann man die Einstellungen hier ändern. Einmal kann man hier im den Einstellungen von Octoprint. Da haben wir hier bei, da muss ich mal schauen, wo das ist. Webcam und Zeitraffer. Das ist keine 16 zu 9, sondern eine 4 zu 3 Kamera. Und dann sieht man schon, jetzt ist das Bild wirklich komplett da sichtbar. Und man kann jetzt hier zum Beispiel mal gucken, ob irgendwas im Weg ist. Nö, das sollte funktionieren. Halt den Drucker homen und dann, das ist ein Tronc CX5S, da bewegt sich nicht das Druckbett, sondern nur der Druckkopf. Deswegen seht ihr nicht, dass das hier hin und her wandert. So, dann können wir jetzt hier den Druckkopf verfahren. Wieso geht das nicht? Ah, ich muss erst noch Z homen. Okay, sollte funktionieren. Machen wir mal gerade. So, das ist mein BL Touch für Arme. Und dann können wir wieder XY home. Und jetzt soll ich auch die Achsen verfahren können. So, der steht nur auf 0,1. Fahren wir den mal auf 10. Also meiner Meinung nach völlig ausreichend. Die Kamera ist jetzt so, ich messe mal gerade hier, seht ihr mal meine Hand, das sind so 40 cm ungefähr entfernt von der Druckoberfläche. Also die hängt da drüber an einem Holzstab, den ich da mal hingemacht habe. Da habe ich hier das Kabel auch mit, ich sag mal, halte ich damit nach oben. Und da ist die provisorisch angebracht. Man kann jetzt natürlich was Schönes drucken und dann wird das auch natürlich besser aussehen. Ja, mehr muss man hier eigentlich gar nicht sagen. Also meiner Meinung nach ein voller Erfolg. Man kann jetzt mal schauen mit dem Fokus. Es wackelt jetzt hier ein bisschen und das ist ja alles provisorisch. Ihr seht, so ist es unscharf und dann kann man das hier mit dem Fokus halt scharf stellen. Jetzt habe ich zum Beispiel das orangene Kabel da scharf gestellt. Man sollte jetzt vielleicht da was auf das Druckbett tun, was ein bisschen besser, einen besseren Kontrast hat. Oder ein Druckwerk. Also hier haben wir jetzt Druckwerk, das ist von meiner bisherigen Kamera. Die werde ich wahrscheinlich nicht mehr nutzen. Ich werde die jetzt nutzen, weil die scheint wesentlich sinnvoller mit Octoprint zu funktionieren, weil die Elegant-Kamera hier, die hat schon manchmal, ist die ausgestiegen. Muss ich mir mal anschauen. Natürlich ist die Auflösung hier mit 480p nicht zu vergleichen mit dieser Kamera hier. Die Elegant, die ist hat halt Full HD, also 1080p, also schon deutlich mehr. Also ich denke, die Schärfestellung macht man am besten mit jemandem zusammen und vor allen Dingen auch die, dass man das hier gar nicht
so drüber hängt. Machen wir das mal in eine andere Position. So, da hängt ungefähr meine Elegiant. Und so würde ich das auch wieder machen, dass man eben das Druckbild so überblicken kann, vielleicht sogar so weit weg. Das ist ungefähr, wo die Elegiant jetzt hängt. Nicht ganz so mittig wie die, weil die ist, hängt ja noch da. Und dann kann man hier halt die Scharfstellung machen. Ich denke mal, so wird es scharf sein. Okay, also empfehlenswert 2,49 bei Action. Wenn ich es richtig gesehen habe, noch bis Dienstag. Mittwoch kommen die neuen Aktionsprodukte. Was die Kamera dann kosten soll, weiß natürlich keiner. Jedenfalls nicht mehr 2,49. So viel steht fest. Okay, damit danke fürs Zuschauen. Und dann noch einmal kurz, wenn euch solche Videos gefallen, so lasst auch gerne ein Abonnement da und klickt auf die Glocke. Ihr werdet über neue Videos informiert. Und damit danke fürs Zuschauen und bis zum nächsten Mal. Tschüss!